Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Zuhause, das ist da, wo man sich wohlfühlt. Wohlfühlen, das hängt zum einen natürlich von der Einrichtung, auch von den Bildern ab. Für andere ist Wohlfühlen auch mit technischem Support zum Beispiel getan. Dolby Surround Sound, wenn man Fernseh schaut. Heimkino, das ist eines unserer Themen der heutigen Sendung. Alle weiteren jetzt im Überblick. Kino für zu Hause. In Kempten hat sich ein Filmfan sein privates Heimkino eingerichtet. Und neuer Look für die Wohnung. Nach Skandinavien und Amerika wird Homestaging auch in Deutschland immer mehr zum Trend. Liebe Zuschauer, kennen Sie das Gefühl aus dem Kino, wenn der Hubschrauber förmlich durch den Raum fliegt und man den Abwind der Rotoren fast fühlen kann? Das ist perfekter Dolby Surround Sound. Auch für zu Hause kann man natürlich Heimkinoanlagen kaufen. Wir haben Markus Meyer in Kempten besucht, der für sich das perfekte Heimkino erbaut hat. Und ich kann Ihnen eins sagen, unser Kameramann Robert Pfeiffer hatte wirklich richtig Spaß, aber er kam wieder zurück. Alles zum Thema Heimkino jetzt im folgenden Beitrag. Eine Heimkinoanlage im Wert eines Kleinwagens. Damit hat sich Markus Meyer einen Traum erfüllt. Grundsätzlich ging es halt los, indem dass man ein Kino besucht und sich irgendwann mal halt ärgert, dass der Ton zu Hause nicht der gleiche ist wie im Kino. Und zu Hause hat man halt doch mehr Privatsphäre. Und durch die Möglichkeiten, die heute einfach gegeben sind mit der modernen Technik, kann man sich so ein Kino auch zu Hause einbauen und hat dann entsprechend auch mehr Freude als in einem mit 200 Leuten befüllten Kinosaal. Ein Heimkino eignet sich für jeden, der gerne Filme schaut. Vorab sollte man sich aber Gedanken machen, wie die Anlage aussehen soll und im Zweifel besser einen Fachmann hinzuziehen. Nur so entsteht echtes Kino-Feeling. Das Wichtigste ist natürlich, dass das, was man im Fernsehen sieht, über die Lautsprecher 100%ig so wiedergegeben wird. So ist es für mich das Allerwichtigste oder die oberste Priorität, dass der Ton absolut präzise ist und ganz genau zu dem passt, was momentan im Fernseher zu sehen ist. Das ist das Allerwichtigste. Das muss authentisch sein. Auch bei Markus Meyer hat es lange gedauert, bis er die optimalen Geräte zusammen hatte. Denn kein Lautsprecher und keine Anlage klingen in einem anderen Raum gleich wie in einem Raum zuvor. Jedoch ist es so, wenn wir heute eine gute Anlage suchen oder wenn man eine gute Anlage haben möchte, ist es einfach zwingend, die Produkte für den Raum auszusuchen und nicht einfach irgendwas willkürlich zu nehmen. Experten empfehlen, TV-Gerät, DVD- oder Blu-ray-Player aufgrund ständiger technischer Weiterentwicklung alle 3 bis 4 Jahre neu zu kaufen. Lautsprecher und Verstärker halten in der Regel ein Leben lang. Und hier noch ein weiterer wichtiger Tipp. Wenn man es richtig krachen lassen will und man wohnt in einer normalen Siedlung, dann sagt man halt den Nachbarn oder den Leuten, die unter oder über einem wohnen, einfach Bescheid. Und Freunde ist klar, die wollen meistens mehr Filme darauf gucken als man selber. Das ist logisch. Die laden sich dann ein. Gemütlicher als im Kino ist das sicher allemal. Interessant, was technisch zu Hause alles möglich ist. Natürlich auch preislich gibt es nach oben keine Grenzen. Alles Weitere um das Thema Bauen und Wohnen jetzt in den News. Raucher können dazu verpflichtet werden, nur zu bestimmten Zeiten auf dem Balkon zur Zigarette zu greifen. Das hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden. Voraussetzung ist, dass der Rauch von Nachbarn als wesentliche Beeinträchtigung empfunden wird. Ein vollständiges Verbot ist nicht zulässig. Der BGH hat daher keine allgemeingültigen rauchfreien Zeiten für Balkone festgelegt. Wann der Griff zur Zigarette tabu sein soll, hängt vom Einzelfall ab. Die Messe Haus Plus vereint alles, was man zum Bauen, Umbauen, Ausbauen und Sanieren braucht. Vom 30. Januar bis 1. Februar können sich Interessierte in der Oberschwabenhalle Ravensburg von Fachfirmen und Handwerkern aus der Region beraten lassen. Insgesamt 130 Firmen präsentieren sich als Aussteller auf der Haus Plus. Eine Ausstellungsfläche von 3.300 Quadratmetern macht die Messe zur größten Baumesse für die Region Oberschwaben-Allgäu.
Zu den klassischen Mietminderungsursachen gehören undichte Fenster, Schimmel in der Wohnung, kaputte Heizungen in der kalten Jahreszeit sowie Krach von Nachbarn und Baulärm. Liegt so ein Fall vor, sollte der Mieter den Eigentümer zügig über den Mangel informieren und ihm eine Frist zur Beseitigung setzen. Das kann über Telefon passieren, per E-Mail oder Brief. Unternimmt der Vermieter daraufhin nichts, kann die Miete gemindert werden. Dies geht nicht, wenn der Mieter die Wohnung in Kenntnis des Mangels übernommen hat. Haben Sie auch das Problem, liebe Zuschauer, wenn Sie in einem leeren Raum stehen, dass Sie sich kaum vorstellen können, wie dieser Raum eingerichtet aussieht? Dieses Thema greifen wir nach der Werbung auf. Sie haben jetzt 3 Minuten, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück zur 2. Runde von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Ein neuer Trend aus Skandinavien, Amerika ist Homestaging. Wir wollten von Ihnen wissen, was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Homestaging. Also ist zu Hause irgendwas wahrscheinlich mit Internet. Und dann wahrscheinlich irgendwas einkaufen kann über das Internet. Ich weiß es nicht. Homestaging. Zu Hause bleiben? Boah. Kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich jetzt auch nicht. Man könnte eventuell vermuten, dass da hinter diesem Begriff die Projektion, die Darstellung der eigenen 4 Wände stecken könnte. Homestaging. Was mit zu Hause, aber keine Ahnung. Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dass man, wenn man Wohnung verkauft, dass man die einfach dann einrichtet, dass sie toll aussieht und dass man sie dann besser verkauft. Hört sich mal nach Heim an. Aber sonst fällt mir nichts dazu ein. Schöner wohnen, dekorieren, das verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Homestaging. Immer mehr Menschen, die eine Immobilie oder eine Wohnung verkaufen wollen, greifen auf den Trend aus Amerika und Skandinavien zurück. Wir waren mit dem einzigen Homestager aus der Region unterwegs und zeigen Ihnen nun den Blick hinter die Kulissen. Ein optimal eingerichteter Raum wirkt. Das haben auch Immobilienmakler wie Frank Bauer erkannt und nutzen das sogenannte Homestaging, um einen schnelleren und besseren Abverkauf zu erzielen. Für uns ist natürlich die Hauptkriterien sind natürlich für uns, wo liegen die Probleme der Wohnung, wo liegen die Schwerpunkte, die vielleicht geändert werden müssen oder wo wir Ideen aufzeigen müssen. Und das ist unser Ansatzpunkt. Das heißt, wir stellen fest, was ist das Problem der Wohnung, warum hat sie bisher nicht funktioniert und kreieren daraus wieder dann entsprechend den Kundenkreis, der die Wohnung irgendwann kaufen möchte und daraus heraus wieder den entsprechenden Bewohner der Wohnung. Homestaging bedeutet so viel wie in Szene setzen. Wohnungen, die länger als ein halbes Jahr nicht vermittelbar waren, werden mit Möbeln und Dekoration verschönert. Erfahrungsgemäß ist die Immobilie dann innerhalb von 10 Tagen vom Markt. Und diese kleine Wohnung hier, wir sind im Weingarten, wir haben FH, wir haben PH, das heißt, wir haben sehr viele Studenten hier vor Ort. Und wir gehen natürlich davon aus, es wird eine Kapitalanlagewohnung sein oder eine Wohnung sein von Eltern, die für die Kinder, die hier studieren, eine Wohnung kaufen möchten. Und haben so im Prinzip 2 Zielgruppen definiert. Einmal den Käufer, das im Prinzip, wie gesagt, der Kapitalanleger sein wird. Und zum Zweiten den Bewohner, der hier in dem Fall ein Student und in unserem speziellen Fall, wie man unschwer erkennen kann, natürlich eine Studentin sein soll. In Skandinavien und Amerika ist Homestaging längst selbstverständlich. Jetzt setzt sich der Trend auch langsam in Deutschland durch. Hier in der Region ist Frank Bauer der Einzige, der Homestaging in diesem Umfang anbietet. Auf die Idee gekommen ist er durch einen Fernsehbericht über schwer vermittelbare Wohngebäude in Amerika. Es gab damals eine Firma, die hat die Rasen lackiert. Und das war für uns tatsächlich so eine Geschichte, wo man sagt, das muss ja irgendwo Sinn machen. Die werden sich ja was dabei denken. Und wir haben darüber nachgedacht, haben uns informiert und haben gesagt, gut, das ist eine Geschichte, die wollen wir definitiv machen. Das Homestaging finanziert sich zu 100% aus dem Mehrerlös der Immobilie. Der Eigentümer hat keine zusätzlichen Aufwendungen und Kosten. Etwa 2 bis 3 Tage Vorlauf brauchen der Makler und sein Team, um eine Wohnung komplett einzurichten. Nach 2 bis 4 Stunden ist dann jedes Dekoteil an seinem Platz.
möglichst realitätsnah. Zum einen verwenden wir ganz bewusst sehr, sehr einfache Gegenstände. Wir überziehen auch eindeutig. Das heißt, wir gehen bereits teilweise ins Kitschige, wie Sie auch hier unschwer, wie gesagt, sehen können. Es sind keine hochwertigen Möbel. Wir kaschieren vor allem auch keine Mängel. Das heißt, Sie haben es im Badezimmer wahrscheinlich gesehen, Sie haben es in der Küche gesehen. Es würde deutlich mehr Sachen geben, die wir noch kaschieren könnten, wo wir noch ein Deckelchen hängen könnten oder wo wir noch einen Teppich drüberlegen könnten. Machen wir ganz bewusst nicht. Wir wollen nicht verfremden, wir wollen nicht verstecken. Wir wollen ein Wohnkonzept aufzeigen. Und ich glaube, das tun wir hier. Damit das gelingt, packt oft auch die ganze Familie von Frank Bauer mit an. Egal ob mit Dekoartikeln aus dem Kinderzimmer oder eben so. Auch wir betreiben bis nächste Woche Homestaging und dürfen Sie mit der nächsten Ausgabe aus einem nagelneuen Studio hier begrüßen. Wir freuen uns schon sehr. Kommende Woche dann auch eine Premiere von uns. Und zwar erweitern wir unser Sendegebiet bis in die Regionen Aalen, Ellenwangen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim und so weiter. Wir freuen uns sehr auf die neuen Zuschauer und natürlich für Sie, die treuen Zuschauer hier in der Bodenseeregion, im Schwarzwald und im Allgäu. Bleiben Sie gesund, bis kommende Woche. Tschüss.